Tief im Süden von Kroatien erwartet uns die schönste Stadt des Urlaublandes, Dubrovnik, oder auch die Perle der Adria, wie man die romantische Stadt gerne betitelt. Ich sehe dich gar nicht. Im Display. Hast du Bediener? Ich habe Regina. Bettina. Wie sieht er das eigentlich? Hallo! Hi! Hi! Dubrovnik gilt als eine der schönsten Städte des Mittelmeerraumes und ist ein Zentrum des Fremdenverkehrs. Die Altstadt ist autofrei und steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Im letzten Balkankrieg wurde die Stadt schwer beschädigt. Die Schäden sind heute zum Großteil behoben. Die Stadtmauern von Dubrovnik sind 1940 Meter lang sowie 3 bis 6 Meter breit. Thank you.
Und das ist Regina. Der traditionelle Badestopp. Wie immer am Nachmittag in einer wunderbaren Bucht. Der bringt das Seil an den Felsen an. Das macht er gut. Aber morgen machst du das dann, ne? Dann ja. Heute am 18. Juli steuern wir Makarska an. Makarska ist der größte und sicher der quirligste Ort des Küstenstriches, dem er den Namen geliehen hat. Du, da waren so viele Boote, ich habe ja keine Ahnung mehr, welche Boote wo waren. Oh, direkt am Strand können wir gleich baden gehen. Siehst du, Peter? Kabiroska! Prost! Und das Schiff! Hi. Hi, hi. Lady Sunshine. Guten Abend. Hallo. Entschuldigung.
drinnen. Thank you for this beautiful week. Thank you to be a guest on my ship Solaris. I hope everybody is satisfied with the service with the ship. A little freedom with the ship. Danke, Sie waren die Gäste auf meinem Schiff. Mit Essen ist alles gut? Ja! So, thank you everyone. Cheers! Cheers! Cheers. Cheers. Du kannst auf den Tour, wir hast nochmal eine tolle Ausbildung für die Altstadt. Ui, der Hiss würde mir jetzt ein bisschen Kummer machen. UNESCO Weltkulturerbe. Jawohl, seit 1997. Na prima, da haben wir alle Infos. Hey. Im 16. Jahrhundert wurde eine Glasglocke über die Stadt gestülpt, deswegen hat sie sich voll erhalten. Solaris stößt die Wilma. Oh, leider. Die Altstadt von Drogir liegt auf einer Insel, abgeschottet durch Mauern und die Festung Camerlengo. Innerhalb dieser Mauern blieb sie seit mehr als 200 Jahren unverändert und ist vermutlich der besterhaltene Komplex aus venezianischer Gotik und Renaissance. Die gesamte Altstadt von Drogir wurde von der UNESCO 1997 zum Weltkulturerbe erklärt. An der Kathedrale Sveti Lovro wurde von 1123 bis 1610 gearbeitet. Ein Gang durch die Altstadt verdeutlicht, wie verdient diese Auszeichnung angesichts der vielen Kultur- und Kunstdenkmäler ist. Das 1240 fertiggestellte Westportal ist der Höhepunkt romanischer Skulpturen in Kroatien. Löwen rahmen das Portal. Vom Glockenturm hat man eine fantastische Aussicht über ganz Drogir.
In jedem Land dasselbe. Tolle Obstmärkte, Honig, Olivenöl. Ich mache gleich noch ein Foto. Wie soll ich das einstellen?